Nico hat jetzt die Grundzüge der Höflichkeit kennengelernt und jetzt geht es darum, dass er mit mir mitkommt. Es geht ums freie Folgen. Super, das war eine gute Entscheidung. Und hier in der Wendung ist es so, ich zeige, bringe es zwischen uns. Ich gehe rückwärts, das Pferd folgt mir, wird fürs Folgen geklickt. Ich wechsle Klicker und Futterhand. Ich gehe weiter, er kriegt einen Klick dafür, dass er folgt. Ja. Zu Anfang laufe ich direkt neben dem Pferd. Ich weise dahin, wo es laufen soll, klicke, wenn der vierte Huf drauf ist. Und so kann ich schrittweise den Abstand vergrößern, um zu schauen, wie weit kann mein Pferd eigenständig arbeiten. Schritt für Schritt werden die Anforderungen gesteigert. Immer so, dass Suse Erfolg haben kann. Dieses Trainingsprinzip wenden wir für alle verfügbaren Geräte an, um im Parcours ein gutes Vorwärts zu bekommen. Oh, Spitze! Super Junge. Okay, weiter geht's.